guten Abend, liebe Zuschauer, und ganz herzlich willkommen auch zu dieser heutigen Visite-Sendung am Sonntagabend. Das ist schon mittlerweile eine kleine Tradition. Und auch dieser Sonntag war wieder ein wirklich wunderschöner Tag für mich. Und ich hatte so Zeit, über vieles auch nachzudenken und bin wirklich so dankbar, dass es diesen Sonntagabend mit uns gibt, mit einer Situation, wir dürfen in Resonanz treten. Das ist ja das große Gesetz der Resonanz, dass Menschen, die zueinander finden, auch irgendwo finden dürfen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal den Menschen danken, die das ermöglichen. Alles, was so hinter meinen Kulissen TV Q24 bedeutet, QS, danken für diese Möglichkeit, ihre Fragen zu beantworten, ihre Sorgen kennen zu dürfen und sie mit Ihnen in diesem Rahmen öffentlich zu diskutieren, weniger, aber einen Rat aus ganzheitlicher Medizin ihm geben dürfen. Das schafft schon, glaube ich, in einer Zeit wie dieser sehr viel Vertrauen. Und das ist der Punkt. Wenn wir Menschen wieder lernen dürften, uns selbst zu vertrauen, dann würde die Angst nicht mehr so präsent sein. Und egal, auf welcher Stufe ihrer Erkrankung ich sie ihnen begegnen darf, egal, aus welcher Motivation sie auch eine Sendung wie diese schauen, glauben Sie mir, ich habe noch nie im Leben so viel erleben dürfen wie in den letzten 13 Jahren, indem ich ein Klientel von Menschen betreuen darf, das dem Leben weitaus mehr Tiefe und Beachtung schenkt. Und manchmal ist es dieses Maß an Leid, was sie getrieben hat, etwas tiefer zu schauen, etwas mehr hinter die Kulissen zu gucken, etwas anzugehen im Leben, was sie immer wieder nur vor sich hingeschoben haben. Und auf einmal öffnen sich Türen und Tore für einen Weg, der etwas Neues offeriert, aber der einem Körper auch Gelegenheit gibt, wieder gesund zu werden. Und ich möchte das am Anfang nur noch einmal loswerden dürfen, weil es natürlich eine sehr erfüllende und große und wunderschöne auch Arbeit ist, so arbeiten zu dürfen und Menschen aus diesem Wege zu begleiten. Und wenn wir uns auch nicht persönlich kennen, so darf ich doch durch die Rückmeldung von Ihnen wahrnehmen, wie sehr Ihnen solche auch Sendungen wichtig und ans Herz gewachsen sind. Und dafür an meiner Stelle nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie das mit so viel Leben erfüllen. Ich leite jetzt mal über zu einer E-Mail, die mir gesendet wurde von Uli. Und er beschreibt, dass er in einer sehr schwierigen und ganz gesundheitlichen Situation sich erlebt. Er hat vermutet, beziehungsweise er hat nicht vermutet, sondern er hat nachgewiesen durch einen Oligoscan, das ist ein Schwermetallscan, der an der linken Hand das Bindegewebe auf Belastung testet, hat er festgestellt, dass er eine hohe toxische Belastung in sich trägt. Er spricht von einer sehr starken Hirnentgiftung beziehungsweise eine sehr starke Hirngiftung, dass sehr viele toxische Metalle sich dort abgelegt hätten oder auch haben. Das heißt, er hat massive Herzprobleme. Sie beschreiben, dass diese Herzprobleme bestehen aus Rhythmusstörungen, schweren Dysregulationen am Nervensystem, gekoppelt oft mit Taubheit in der Brust und einer massiven Übererregung. Das heißt, dieses wirklich nicht zur Ruhe kommen können. Sie haben dann jemand getroffen, der Ihnen einige diagnostische Abklärungen vollzogen hat und dabei gesehen, dass die Leber in ihrer Entgiftungsphase 2 völlig unzureichend arbeitet. Aber was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass der Körper nicht in der Lage ist, toxische Belastungen auszuleiten. Und die muss er einfach über Jahre, vielleicht sind es auch manchmal Jahrzehnte, in das Bindegewebe oder in den Körper einfach zwischendeponieren. Manchmal sind das Depositionen, die er eigentlich auch tun muss, weil er im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten auch sich langsam erschöpft.
Er merkt, dass immer wieder diese Reintoxikationen sich auf sein Nervensystem in seinem Nervensystem manifestieren, und er fragt, wie er überhaupt aus diesem ganzen Kreislauf, der ja für ihn wahrscheinlich auch ziemlich dramatisch ist zu erleben, rauskommen kann. Er hat vor 2 Jahren begonnen, mit Zeolit zu arbeiten. Das Zeolit ist ein Mineral, ein Gesteinsmineral, welches Toxine im Darm binden kann. Genauso wunderbar wie Chlorella oder andere Algen. Aber auch mit Kohle hat er versucht zu entgiften. Aber er kann diese Dinge nicht mehr vertragen und fühlt sich dadurch immer mehr auch vergiftet und beschreibt sogar, schon das Trinken von Wasser aktiviert den Abgang von Toxinen so stark, dass ich eigentlich aus diesem Circulus Vitiosus für mich gar nicht mehr raus weiß und frage mich so langsam, wie kann ich hier einen Weg finden? Das ist ein großer Anspruch, aber ich will versuchen, ihn für Sie etwas zu strukturieren, damit Sie in der Zukunft, glaube ich, von diesem großen Belastungsberg abtragen können. Dieser Oligoscan ist oft in der Kritik. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eine wunderbare, schnelle Diagnostik. Es gibt andere, die sie eher etwas ablehnen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe viele Jahre Haarmineralienanalysen gemacht und habe wunderbare Ergebnisse gefunden, und trotzdem waren Menschen so krank. Das heißt, eine Haarmineralienanalyse kann einen wunderbaren Aufschluss geben, auch für einen Mineralienstatus, aber die toxischen Belastungen sind für meine Begriffe nur indirekt auch, das ist ein bisschen Glückssache, habe ich jetzt gerade hier so ein Büschel von Haaren, die natürlich Toxine auf dem Haarboden aufnehmen. Das ist eine wertvolle und gute auch Entgiftung des Körpers. Aber es hat mir zu wenig Compliance gebracht. Compliance bedeutet, ich kann dem Patienten eine Belastung wirklich deutlich machen und mit ihm dann die Strategie eines Weges auch besprechen dürfen. Seitdem es den Oligoscan gibt, den ich übrigens in Seattle kennengelernt habe durch meinen lieben Kollegen Dietrich Klinghardt, der bereits schon ein halbes Jahr vorher diesen Oligoscan benutzte und über ein halbes Jahr hier immer wieder auch Kontrolluntersuchungen durchführte und mir damit natürlich ein sehr vertrauensvoller und erfahrener Kollege Rat gab. Und ich muss das heute eigentlich unterstützen. Er steht in meinem Sprechzimmer und ich kann innerhalb von 3 bis 4 Minuten eine sehr schöne Basisdiagnostik haben. Das Bindegewebe, was wir hier testen im Oligoscan, ist ein Spiegel in den Zwischenzellraum. Und dieser Zwischenzellraum ist die sogenannte auch manchmal Mülldeponie des Körpers. Das heißt, Gesundheit bindet sich doch auch immer an Voraussetzungen, dass ein Gehirn, dass ein Körper, dass eine Leber gesund bleiben kann. Und damit steht die große Frage der Entgiftung in einem kausalen, fundamentalen, erstmal in einer fundamentalen Basis. Das ist ganz wichtig zu erkennen, und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie diesen Oligoscan angeführt haben, der, und ich sehe wirklich unglaublich viele Oligoscan, hier wirklich eine hohe Belastung des Bindegewebes zeigt. Da kommt es gar nicht drauf an, ob jetzt die Belastung sehr hoch ist oder ob sie weniger hoch ist. Der Körper ist belastet. Und ich denke schon heute, dass wir kaum noch jemand finden, der keine Belastungen in seinem Körper hat, weil das ist ja einfach auch die Zeit, in der wir leben. Wir können uns hier nicht in einen Glaskasten setzen, aber diese Toxine sind da und sie sind Anlass, dass der Körper reagiert und dass der Körper auch sich immer wieder bemühen wird, sich selbst zu entlasten. Und da ist ein bisschen der Angelpunkt dessen, dass der Körper ja über viele Jahre im Rahmen seiner Belastungsmöglichkeiten das versucht hat zu kompensieren, aber so langsam in seine Dekompensation rutscht.
Und das ist das, was sie eigentlich jetzt nur spüren. Und sie dürfen jetzt auf keinen Fall den Fehler machen und die Ärmel hochkrempeln und sagen, dann muss es ja raus. Und am besten, ich gehe jetzt ran und es wird schelatiert. Das heißt, ich nehme ein Schelatbinder oder ich nehme Chlorella oder ich nehme Zeolit und binde und führe es raus. Dann würde der Körper wahrnehmen, dass die Entgiftung sich jetzt langsam wieder in eine Richtung hinein manövriert und er Entlastung spürt. Aber dazu ist er nicht mehr im Moment in der Lage und vor allen Dingen hat das ganze System sich auch auf diesen Toxinschub über Jahre oder auf die Toxinbelastung adaptiert. Und diese Adaptation hat es selbst in eine Bredouille gebracht. Ich denke ja, dass diese Not der Entgiftungsphase 2, wie Sie das beschreiben, dass diese Nierengängigkeit nicht mehr gegeben ist, hat sehr viel auch damit zu tun, dass die Phase 2 natürlich der Phase 1 folgt. Und wenn die Phase 1 in unserer Leber, die natürlich die 2000 Liter Blut am Tag aufnimmt und das Blut sammelt alles auch aus dem Bindegewebe, aus dem Darm, aus dem kleinen Becken, dann muss ich es in der Phase 1 erstmal vorbereiten, dass es in die Phase 2 geht. Da sind Oxidationsprozesse, Reduktionsprozesse und die binden sich an B-Vitamine. Die binden sich an Glutathion, die binden sich an Flavonoide, Polyphenole, das sind zum Beispiel Knoblauchextrakte, das ist Zwiebelextrakt. Das heißt, wenn dieser Ablauf dieser Phase nicht aber auch vollständig geklärt ist und wie viel für meine Begriffe nimmt die Leber selber auf, um erstmal zwischenzuparken in ihrem Bindegewebe, bringt sie selbst in eine ziemliche Not. Das heißt, die Zwischenphase zwischen 1 und 2 ist eigentlich die gefährlichste ein bisschen, auch für die Leber. Deshalb muss sie zügig vorangehen. Und diese zügige Vorangebung, das werde ich Ihnen nachher mal erklären, wie Sie das unterstützen können, bereitet also für die Phase 2 vor. Und diese Phase 2 ist abhängig von der Kraft, von der Energieleistung, von der Herstellung von genug ATP. Jede kleine Leberzelle muss genug Energie herstellen. ATP, 38 Millimol. Dazu braucht es Voraussetzungen. Diese zweite Phase macht es nierengängig. Sie brauchen die 8 essentiellen Aminosäuren, weil sich daraus auch das Glutathion aufbaut. Zum Beispiel Cystein ist die Vorstufe vom Glutathion. Und es geht hier um ein intrazelluläres auch Glutathion. Und nicht nur den Glutathionspiegel im Blut zu erheben. Glutathion ist eines der wichtigsten Antioxidantien, die wir brauchen, um unsere Leberentgiftung, aber vor allen Dingen auch intrazelluläre Entgiftung, sind ja Prozesse, die jeden Tag auch auf jeder Zellebene stattfinden müssen im Rahmen unseres Energiestoffwechsels. Und da wird ganz viel Glutathion benötigt, und zwar wird das immer wieder vom oxidierten recycelt zu dem reduzierten Glutathion, um den hohen radikalen oxidativen Stress der Zelle zu nehmen. Das heißt, es wird kein Weg daran vorbeigehen, dass Sie im Wissen jetzt, das ist schon einige Jahre her, wo Sie nachweisen konnten, dass Ihre Phase 2 reduziert ist, aber lassen Sie noch mal wirklich ein Entgiftungsprofil erstellen, das heißt den oxidativen Stress messen, dass Sie ein sehr aktuelles Bild haben. Wie können Sie jetzt eigentlich die Leber in dieser Form unterstützen? Das ist Grundvoraussetzung für alles, welchen Weg Sie dann wählen, langsam diesen Toxindruck wirklich abzubauen. Das ist ja nicht nur der Toxindruck von Seiten der Schwermetalle und der Leichtmetalle, auch Aluminium habe ich gelesen, ist sehr hoch. Das sind ja auch
unglaublich viele Chemikalien. Was wissen Sie vielleicht über Bisphenol A? Was wissen Sie über Glyphosat? Was wissen Sie über PCB? Was wissen Sie über DDT? Das sind ja alles Dinge, die man ja auch ganz sicher vielleicht auch mal messen kann. Das ist der RE11-Test und den kann man machen in England zum Beispiel. In der Kent Nutrition Clinic. Aber es ist vielleicht im Moment diese Fülle noch mehr an Wissen, die sie erdrückt. Sie sollten vielleicht erstmal prinzipiell aktuell wissen, wie steht es mit meiner wirklichen aktuellen Entgiftung. Das Zweite ist, dass sie in das Ganze, und sie beschreiben, dass sie auch schon so ein bisschen die Sensitivität gegenüber Chemikalien langsam verlieren, und das glaube ich wirklich sehr, müssen Sie immer wissen, dass unser Gehirn natürlich präsynaptisch, nennt man das, alle Informationen aufnimmt. Das heißt, über Geruch, über Gefühl, über Sprache, über Geschmack, über unsere Sensoren, über die Bewegung, über die Stimulation, über das Fühlen, über alles nimmt das Gehirn Informationen auf und muss sie bearbeiten. Und diese Bearbeitung läuft über 10% postsynaptisch zurück zum Körper, indem wir bewusst die Bewegung steuern, indem wir bewusst handeln und indem wir bewusst den Körper ganz sicher für den nächsten Moment angepasst, adaptiert an das, was er jetzt braucht, Informationen senden. Aber 90% läuft jetzt unbewusst ab. Und dieses Unbewusste geht über den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist der größte Ruhegeber. Das ist der Nerv, der durch das Programm des Parasympathikus, wir haben ja ein autonomes Nervensystem, stimuliert wird, um Ressourcen zu schaffen, um Frieden zu schaffen, um zu erkennen, genug Hormone zu produzieren, um zu erkennen, genug Neurotransmitter, Botenstoffe fürs Gehirn zu produzieren, um die Verdauung zu regulieren. Und wenn im Rahmen einer schwächeren Entgiftungsleistung es im Laufe der Zeit auch zu einer veränderten Verdauung kommt. Und das ist der zweite Punkt, der primär über das Gehirn, über die Inflammation, über die Neuroinflammation, Entzündung des Gehirns, über den Vagusnerv sich jetzt auf eine mangelnde Verdauung, mangelnde Bereitstellung von Verdauungssekreten, mangelnde Peristaltik, von einer Dysbakterie langsam in diesem Darm durch Fehlernährung, durch ganz viele Dysbakterien entstanden ist, dann entsteht ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom. Das ist sehr oft schon in der Visitesendung besprochen worden und auch sehr oft in den Gesprächen. Leaky Gut heißt, die Schleimhautpermeabilität ist jetzt offen. Und diese Darmschleimhaut, die ist stärker als die deutsche Mauer. Ich habe im Osten Deutschlands gelebt und es war unmöglich, über diese Mauer zu kommen. Da gab es einen Grenzstreifen. Unsere Darmwand trennt uns aber vom Körper. Das heißt, der Darm entscheidet, was darf die Darmschleimhaut passieren und was muss ihn verlassen. Und wenn diese Darmschleimhaut durch ganz viele Silent Inflammation, durch Nahrungsmittel mittlerweile Unverträglichkeiten, über den Vagusnerv irritiert, durch Entzündungen, durch Parasitenpilze, Toxine, Schwermetalle. Immer wieder das Bemühen der Leber zu entgiften, heißt doch, es nicht zu können, aber über den sogenannten enterohepatischen Kreislauf, über den Gallensaft immer wieder in den Darm zu schütten. Bewegen Sie sich mittlerweile in einer Drehschleife und sind gut beraten, diesen Prozess etwas sanfter zu begegnen,
weil sie immer wieder auch die Reintoxikation provozieren. Deshalb ist die oberste Priorität auch zu schauen, hat diese offene Darmbarriere auch schon dazu geführt, dass wir eine offene Blut-Hirn-Schranke haben. Und diese Blut-Hirn-Schranke ist es noch dazu, die sie in einen Zustand bringen kann, oder die Neuroinflammation dazu, die Entzündlichkeit im Gehirn, die natürlich über einen gestörten Vagusnerv natürlich gar nicht mehr in der Ruhe die Ruhe gibt. In der Notwendigkeit, eine normale Verdauung zu haben, keine normale Verdauung mehr zu haben. Auch die hohe Intoxikation, das sind ja neurotoxische Metalle, zum Beispiel Quecksilber, Arsen, auch das Leichtmetall Aluminium. Alleine die können ja durch ihre hohe Affinität, zum Beispiel am Kalium und am Magnesiumrezeptor des Herzens, zu diesen Arrhythmien Folge leisten. Und Sie sollten wirklich Ihr größtes Bemühen jetzt darauf legen, das zu erkennen. Wie sieht die Darm-Körper-Barriere aus und wie sieht die Blut-Hirn-Schranke aus? Wie durchlässig sind beide? Und in diese Richtung muss Ihr wirklich oberstes und großes ernstes Bemühen gehen, dann haben Sie schon fast erstmal 20-30% dessen als Fundament geschaffen, was Sie brauchen, um den nächsten Schritt zu tun. Und das ist immer noch nicht ganz das Gleiche, weil ja diese chronisch latenten Entzündungen, ob sie an der Darmschleimhaut geschehen, ob sie als Neuroinflammation in Ihrem Kopf geschehen, haben natürlich Einfluss. Das macht Angst, das macht Panik, das macht Herzrhythmusstörungen, das macht ein Völlegefühl, das macht chronische Schmerzen auf körperlicher Ebene. Und es hat was damit zu tun, dass wir natürlich im Rahmen unserer mangelnden Entgiftung hier und leise und unbewusst in diese Situation hinein manövrieren. Und deshalb bedarf es einfach jetzt gar nicht mal mehr bitte irgendwo der Resignation, weil das ist unbegründet, sondern der Achtsamkeit, diesen Prozessen die oberste Priorität zu geben und vielleicht auch sich an jemanden zu wenden, der einen Blick auf die parasitären Belastungen im Darm hat. Vielleicht tragen Sie auch erstmal den Biofilm ab, den sich Parasiten schaffen, um dann eine bessere Resorptionsleistung zu erzielen, um die Darmschleimhaut wirklich zu schließen. Denn was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen unglaublich viele Mikronährstoffe einnehmen. Das ist manchmal bei Tumorpatienten, reicht das DIN A4-Blatt nicht aus, weil alles soll und ist gut. Das ist wirklich nicht gut. Das Leben organisiert sich immer selbst. Und wir müssen erkennen, warum kommt es langsam in diese Misere. Und wir müssen mit wenig und mit Verstand und mit Achtsamkeit dafür Sorge tragen, dass sich das gesamte Mikromilieu, was sich natürlich reflektorisch und sekundär völlig verändert hat in Ihrem Darm, das Mikrobiom in Ihrem Gehirn, auch das Mikrobiom in der Lunge, die Lunge steht mit dem Dickdarm in kausaler Beziehung, all das sind Dinge, die langfristig erstmal eine große Entlastung benötigen. Und da denken Sie noch bitte nicht an die Schwermetalle. Da schaffen Sie erstmal für den Darm wieder ein Gleichgewicht. Sie können den Biofilm wunderbar ausleiten durch das Darm-Tetox-Programm zum Beispiel von Vitamunda. Und dann ist die Schleimhaut auch in einer Situation, wo sie bereit ist, sich wieder zu stabilisieren. Sie können dann durch sehr viel L-Glutamin, durch sehr viel Kraftbrühen, durch Hühnerbrühe, durch Rindsbrühe, durch sehr viel auch gute Probiotika, und beschäftigen Sie sich mit effektiven Mikroorganismen. Da haben Sie die Ballung
von Bifidobakterien, Lactobacillen, Saccharomyces. Und desto stärker die gesunde Mikroflora wird, desto stärker baut sich ein starkes Mikrobiom wieder auf. Sorgen Sie durch Einläufe, durch sanfte Einläufe, die müssen noch gar nicht Kaffee-Cola enthalten, die können einfach nur erstmal durch warmes Wasser geschehen, aber sorgen Sie für eine gute reguläre Verdauung und vertrauen Sie Ihrem Körper, dass in dem Moment, wo Sie den Darm wieder in eine starke Wurzel verwandeln, bei der Pflanze Mensch Uli. In dem Moment schaffen Sie die erste Voraussetzung, dass Sie der Leber Gutes tun. Und die Leber beginnt mit all dem, was Sie jetzt einnehmen. Und der Cordyceps zum Beispiel, das ist ein Schlauchpilz, der kann die intrazelluläre Glutathion-Aktivierung um 300% erhöhen. Das ist das L-Cystein, das ist die Vorstufe vom Glutathion. Es sind die 8 essentiellen Aminosäuren, die unser Entgiftungssystem benötigt. Es sind die B-Vitamine, die es benötigt. Es ist das Zink und es ist einfach das Vertrauen. Und denken Sie immer daran, das Wichtigste sind gute Mineralien, weil darauf baut sich auf. Zum Beispiel, wenn das Herz in eine Arrhythmie kommt, hat es einen Mangel an Kalium und Magnesium. Mineralien, die man intrazellulär messen kann. Ich hoffe von Herzen und wäre vielleicht noch lange, lange nicht am Ende. Aber jeder, Uli, baut sein Haus im Keller. Und das, was Ihnen da oben erscheint, ist wirklich schwer. Aber es hat schon lange nicht mehr nur, es ist ein Problem nicht mehr Ihrer Leber, sondern es ist ein Problem Ihres gesamten Organismus. Und wenn Sie den, glaube ich, gut führen, dann werden Sie selber an diesem Thema sehr wachsen. Und Gesundheit ist kein Geschenk. Das ist eine persönliche Aufgabe, die man sich jeden Tag wert sein muss, sich dafür zu engagieren. Und ich glaube, Sie haben eine Menge schon dafür getan. Aber ich hoffe, dass ich etwas Licht in dieses Dunkel gebracht habe. Und dass, wann immer Sie natürlich auch Fragen haben, können Sie die sehr, sehr gern an visite@qs24.tv senden. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Sonntagabend und freue mich sehr auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Wiedersehen.